Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge Ark Survival Evolved. Ach nee, Deus Ex Mankind Divided im Gebiet der Ark. So rum war's. Boah, der Witz war so schlecht. Egal. Ja, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Spaß. Zack, mal eben da hinhuschen. Oh. Cool. Da ist noch eine Tür, die ist aber. Haben wir hier irgendwas? Okay. Dann mal schauen. Die Frage ist, komme ich da heil hoch? Uiuiui. Das sah jetzt nicht so gut aus. Hahaha. Na komm. Läuft. Hätte schlechter laufen können. Nehmen wir mit. Oh, Entschuldigung. Ah ja, Talos hat einen Plan. So, jetzt ist die Frage, was gibt es denn hier noch so Interessantes? Da sind keine Türen. Was liegt denn da? Standardgewehr. Bläh. Da ist ein Loch im Boden. Ey, ich glaube, ich will auch da runter, ne? Auch keine Tür. Okay, dann würde ich sagen, wir benutzen das Loch da unten. Ganz ruhig. Ja, toll. Hm, ich könnte. Ich könnte mal eine Gasgranate ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. So. Okay. Jetzt muss ich nur das Gas da verflüchtigen. Super. Oh, hui. Guck mal, die haben wenigstens ihre Spinne nicht alle abgeschlossen. Können sich keine Schlösser leisten, hm? So, kann man immer die Jalousien runterlassen, bitte? La 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 la. Hier gibt es auch nichts. Dann gehen wir jetzt erstmal hin und beseitigen hier die. Dann machen wir erstmal die Kameras. Okay. Damit sind wir schon mal einen Schritt weiter. Aber noch nicht so ganz am Ziel, ne? Hypostim und Neuropropotopolin. Toll, ein Defi zum Schmeißen. Ja, Stress nicht. Sie lassen sich nieder, kriegen einen Vollbart und ziehen ein paar Toaster groß. Sie sollen
nach. Irgendwie mag ich den Chicane, der ist zwar ein ziemliches Arschloch, aber irgendwie ein sympathisches Arschloch. So, guck mal, da liegt noch ein Virus. Toll, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier weiterkommen. Gut, da will ich rein. Ich könnte auch versuchen, da hinten hinzukommen. Die Lüftungsschächte sind wahrscheinlich die deutlich bessere Alternative. Lalalala. Toll, warum konnte ich die Kamera nicht ausschalten? Läuft doch. Läuft rund mit dem jungen Hund. Müssen wir nur gucken, wo wir hier sind und wo wir hier raus. Ach du Scheiße. Okay, rechts ist eine Wand, Fenster. Und dahinter steht jemand. Ein bisschen Kleinkram. Ja, finde ich eine gute Idee. Quatscht ihr mal, währenddessen logge ich hier den nächsten aus. So. Ja, was machst du denn? So. Füg dich Fee, Wunsch ist Wunsch. Munition. Ja, läuft doch eigentlich ganz gut. Ich habe zwar keinen Schimmer, was ich hier eigentlich tue. Oh, ui. Gut, leider habe ich jetzt keine Gasgranaten mehr. Wir könnten es natürlich auf die gute alte Art probieren. Eins, zwei, drei, fertig. Vielen Dank. Ja, läuft. So langsam haben wir den Dreh raus. Einmal nachladen, ein bisschen Munition haben wir ja noch. Mal jetzt aufpassen. Okay. Komm mit, Baby. Komm ja einmal in ein dunkles Eckchen hier. Oh. Entschuldigung, bleib mal hier liegen. So, mal einmal die Taschen leer machen. Das Geräusch macht mich gerade kirre. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme später hört. Was hatten die für. Ach, an die Typen erinnere ich mich. Das sind so Jumper, die springen die ganze Zeit durch die Gegend. Die waren, als ich das letzte Mal gezockt habe, also so vor, keine Ahnung, x-12 Jahren, waren die echt nervig. Druckstraße, warum steht das hier so auffällig? Jo, dann, da ist eine Tür. Türen finde ich ja tendenziell ganz gut. Ui, die Geräusche allerdings nicht. Das macht mir echt Sorgen. Wir holz dann mal. Mal einmal durchlünkern. Gut. Oh. Da stehen zwei Compadres. Ja, was ist, wenn ihr das wart? Einundzwanzig, 22, 23, weg. Ach, toll.
Habe ich den erwischt? Ah, wer schießt denn jetzt auf mich? Ja, nee, ist klar. Ah, wann habe ich den letzten Kriegssave gemacht? Warte, die steht noch? Ich wollte schon sagen. Na gut, dann halt so. Wow. Bin ein formidabler Schütze. Sieht man ja. Naja. Okay. Das war jetzt eher so suboptimal. Müssen wir mal gucken, wo wir den letzten Spielstand haben. Was? Ach, Nathaniel Brown. Der Milliardär und Geschäftsmogul Nathaniel Brown ist der unfassbar ehrgeizige Motor hinter Rabia, einer riesigen autarken Stadt, die von der Santo Group in der Wüste von Oman gebaut wird. Seit seinem Entschluss, aus Rabia eine Zuflucht für Augmentierte zu machen, steht er unter sozialpolitischem Dauerbeschuss. Browns Ausweg soll die Safe Harbor-Initiative sein, bla. Na gut, okay, das haben wir noch ganz gut hinbekommen gerade. Eins. Oh, shit. 2, 21, 22, 23. Okay, hier konnten wir uns frei bewegen. Können wir die hier auch liegen lassen. Ansonsten gab es hier, glaube ich, nichts zum... Gab es hier noch was zum Wegnehmen, Mitnehmen? Nee, ne? So. Genau, so. Guck mal, so viel müssen wir gar nicht machen. So, wir warten jetzt mal ab. Ja, und ob Talos es zulassen würde. So, da, das meine ich. Jetzt hüpft er weg, der Penner. Und man hat keine Ahnung, wo er hin ist. Na, die können wir hoffentlich erstmal holstern. Willkommenspaket. Kein Optimär, zurück zur Normalität. Eieieiei. Boah, alter Schwede. Den müsste ich irgendwie... Ja, den müsste ich im Grunde von hinten kriegen, ne? Gucken, ob er den jetzt über die Kiste zieht. Das wäre optimal. Okay, 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 okay. Wer hat mich denn da jetzt gesehen? Jetzt haben wir mit ihm ja auch erstmal Ruhe. Cool. Ja, so kann man auch einen Schritt weiter kommen. Da ist einer in dem Raum. Oder über mir, ich weiß es gerade nicht. Schwierig zu sagen gerade. Oh. So, alles einfach mal mitnehmen. Kann gerade nicht beurteilen. Da ist der... Nö, hä? Ach, da steht einer. Ach, toll. Na gut. Okay, das war jetzt keine so gute Idee. Baklav Kola. Da kriegst du einen Kola, kriegst du da. Bevor Sie einen augmentierten Gegner angreifen, überprüfen Sie mit Ihrer Smart Vision, um zu erfahren,
was sie im Kampf erwartet. Auch ernsthaft? Na gut. Aber ich will den auf jeden Fall ausschalten, weil, ja, genau, der läuft nämlich genau darüber. Und das wäre ziemlich kacke. Das wäre ziemlich kacke. Ich könnte mich immer kackendreist da jetzt schon hinsetzen, ne? Komm, setz dich. Setz dich. Geht doch. Ach, ernsthaft? Ah, wenn das mal gut geht. Na, la, 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 la. Ja, Mensch, wir haben ja. Gibt bestimmt noch Ladescreens, die wir nicht kennen. Okay, Panchaya kennen wir. Goddammit, so ein Dreck. Ach, ich habe schon wieder vergessen, Leertaste zu drücken. Na gut. Dann gehen wir den anderen Weg. Du kannst mich doch mal. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Nee. So. Hier holen wir uns den Typen jetzt aber weg. Diesmal ohne, dass uns jemand sieht. Hoffe ich. Der schnellste ist er nicht gerade. Dann schalten wir den jetzt aus und dann muss ich auch tatsächlich nochmal eine kurze Pause machen. Ja, unfassbar, ehrlich. Unfassbar. Komm, setz dich. Geht doch. So. Was piept denn hier so? Okay, dann würde ich sagen, hier holen wir uns nochmal eben das Zeug. Und jetzt müssen wir uns was einfallen lassen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich mal, haltet die Ohren steif, bleibt mir gewogen. Lasst mir gerne ein Feedback da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut!